Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Liebe Jungfrau, zwischen 1. und 3. des Monats hast du Venus Sextil Uranus. Am Monatsanfang möchtest du deinen Tagesablauf selbstbestimmter und freier gestalten. Möglicherweise wirst du mit anderen Menschen abwechslungsreiche Aktivitäten einplanen. Vergebene können die Zeit mit dem Schatz mit viel Romantik gestalten, während Singles möglicherweise sich mit netten Leuten treffen und etwas Schönes unternehmen. Am 4. haben wir Mars in Zwillinge eingetreten, das heißt bis 23. April befindest du dich in Bezug auf deine langfristigen Ziele in einer Phase der Neuorientierung und des Perspektivenwechsels. Diese Phase beinhaltet mühselige Aufgaben, die viel Energieeinsatz erfordern und zeitaufwendig sind. Konflikt am Arbeitsplatz ist leider wahrscheinlicher denn je mit dieser Konstellation. Dies gilt auch, wenn man zuständig für Personal ist. Am 5. März hast du Merkur Konjunktion Jupiter. Diese Konjunktion kann bei vielen Menschen mit Rechtssachen in Verbindung stehen. Falls zutreffend, meine liebe Jungfrau, werden Sie sich diese Angelegenheiten weiter in die Länge ziehen. Falls vorhanden, können psychosomatische Beschwerden schlechter werden. Abgesehen davon, wenn man belastende Umstände beendet. Wir haben dann zwischen 6. und 11. des Monats Sonne-Konjunktion Neptun. In den Bereichen der Rechtsangelegenheiten und Partnerschaft wirst du dir einen neuen Überblick von Möglichkeiten und Gestaltungsvariationen verschaffen. Es kann vorkommen, dass du jemandem bei der Lösung eines Problems hilfst und unterstützt. Zwischen 12. und 13. haben wir einen süßen Mond, in diesem Fall einen Neumond in Fische. Bis Mitte April wirst du dich entscheiden müssen, wie du mit einer Situation umgehst, die du nicht alleine bestimmen kannst. In Sachen Liebe könnte sich Positives ergeben. Falls dies der Fall ist, muss man sich von Schönheit und Genuss nicht verblenden lassen. Zwischen 14. und 16. haben wir Sonne-Sextil Pluto. Man dürfte ein tiefgreifendes und leidenschaftliches Gespräch mit jemandem führen und dabei wichtige Schlüsse ziehen können. Möglich ist es auch, dass man etwas Neues lernt oder erfährt, was man früher nicht erahnen konnte. Wir haben dann am 15. Merkur in Fische eingetreten. Bis 4. April wirst du deine Gefühle und inneren Empfindungen besser darstellen und auch kommunizieren können, meine liebe Jungfrau. Du wirst mehr Kontakt zu einem Menschen haben, der nicht im Klaren ist, was er möchte, oder vielleicht wirst du dich mit diesem Menschen stärker und intensiver beschäftigen. Wir haben zwischen 17. und 19. Venus Sextil Pluto. Dein Liebesleben wird sich bald radikal verändern. Diese Aussage kann positiv oder negativ interpretiert werden. Rücksicht auf das eigene Geburtshoroskop ist, wie ich immer sage, erforderlich. Wir haben dann zwischen 20. und 21. Sonne und Venus im Sternzeichen Widder. Bis Mitte April wirst du mit anderen Menschen für die Bewältigung einer komplizierten Aufgabe zusammenarbeiten wollen oder sollen. Wir haben dann zwischen 22. und 24. des Monats Merkur, Quadrat Mars. Das ist ein schwieriger Aspekt, Konfliktsituationen. Missverständnisse und Frustrationen können an diesen Tagen leichter als sonst entstehen. Aber danach haben wir eine nette Konjunktion zwischen 25.
Und 27. März in diesem Fall zwischen Sonne und Venus. Wirtschaftlich und finanziell gesehen haben die meisten Jungfrauen bis Ende April gute Aussichten, solange sie bereit sind, mit anderen harmonisch zu arbeiten. Am 28. haben wir einen Vollmond, einen schönen Vollmond in Waage. Dieser Mond weist darauf hin, dass du nicht mehr unentschlossen in Bezug auf eine Person sein solltest. Es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn diese vorübergehend dir Angst macht. Und dann haben wir zwischen 29. und 31. Sonne im harmonischen Aspekt zu Saturn. Berufliche und behördliche Angelegenheiten werden am Monatsende durchschaubar und deren Zusammenhänge werden begreifbar. Das ist eine gute Sache. Meine liebe Jungfrau, wenn du eine individuelle Vorausschau für die kommenden Monate und Jahre brauchst, bin ich immer da, um dich zu unterstützen und für Klarheit zu sorgen. Meine Webseite kennst du schon und falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, bitte tu das jetzt, sodass wir rasch 10.000 Abonnenten erreichen. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Glück und Gesundheit im März 2021.